Pech gehabt. Behalt es ruhig, du wirst es vielleicht mal brauchen. Oh, na gut. Wenn es sein muss, behalte ich das blöde Ding halt. Puh, ich habe nur das Reittier. Ja. Juhu. Oh. Wie cool. Gott, ich feier das Ding. Mit dir nicht am Kühlschrank. Wir haben auch noch Bier, aber das ist leider nicht kalt. Und Wodka kann ich anbieten. Oh, ich verlasse dich jetzt aber hier. Na gut. Aber danke, dass du mit drin warst. Gerne, gerne. Ich wünsche euch allen noch viel, viel Spaß. Ja, dir auch noch. Bei dem, was du tust. Und wenn du schlafen gehst, eine gute Nacht. Echt gutes Ding, ja, ne? Gott, ich feiere das Ding voll. Ich könnte damit stundenlang rumfahren. Das sieht cool aus. Ich bleib nur einfach hier im Stream. Okay, gerne. Ah! Keiner, wirklich keiner. Und dann bekomme ich. Im Flugschwärme mit Propellerantrieb. Oh, ich hätte schon wieder die Gegner auf mich, ohne dass ich es will. Hilfe! Welch mit dir? Du elendes Tier. Oh Gottchen. Wir prügeln schon wieder alles, was wirklich. Ich hoffe, mein Mikro ist irgendwie dunkel, weil das Headset klingelt. Ist eklig. Oh, ging aber, ging aber. So, okay, dann nehme ich den Quatsch hier nochmal an. Bye bye. Oh. So. Oh. Noch ein paar Davies? Ich will nicht mal. Und schließlich mein Kondensator-Mikro. Ich brauche noch mal ein zweites für unterwegs. Ja. Okay. Warte mal. Aber was raus? Aber Hybrid, wärst du noch im Chat sein sollst, danke, dass du mit dabei warst. Dann klingt das jetzt doch ganz passabel. Ja, stimmt. So. Ja, also ich muss noch ein paar Dailies machen. Zumindest zwei. Ja, theoretisch. Weiß nicht, ob du noch mit willst. Okay. da kommt einfach nichts ran. Ja. Stimmt. Bräuchte eigentlich irgendwann nochmal eins. Irgendwann. Aber erstmal bin ich noch zufrieden mit meinem. Soll ich dich auch aus der Gruppe raushauen? Ich lasse dich jetzt hier noch aus Versehen in die nächsten Innis mit reinhole, wenn du nicht mitwillst. Wir beide machen ja noch. Ich muss euch irgendwann mal durchnummerieren. Dufte 1 und Dufte 2. Ach so. Ich achte nie auf den Chat. Ich würde halt jetzt noch ein paar Dailies machen. Also,
ihr die den Kram zumindest ein bisschen was davon. Bei mir steht eine 1. Okay, Dufte 1 und Dufte 2. Weil ich weigere, mich Dufti zu sagen. So ist einfach. Da ist er ja wieder. Einmal aus der Versenkung raus. Ja, ich nutze das mal, um die Soundeinstellung zu testen. Ah! So, besser? Ja. Jo. Ich kann mich auch mal sehen. Nee, alles gut, alles gut. Gehen wir schon hin. Gott, seid ihr laut da hinten. Ja, ich möchte nur deinen Stream nicht die ganze Zeit anschreien. Ah, wieso? Die Leute kennen das. Wenn ich im Rage-Modus bin, die fühlen sich dann automatisch angeschrien. Okay, gut, okay. Alles klar. So hat jeder Stream seine eigenen Sinn. Das finde ich noch mit. Ja, hier ist der Schrei- und Rage-Stream manchmal. Bei gewissen Dingen. Ey, mir ist aber echt aufgefallen, das ist voll schlimm. Ich habe angefangen, viel öfter zu fluchen als früher. Das geht mir mittlerweile voll auf den Keks. Ja, ich auch. Vor allem privat. Also wenn ich allein mit Kaya spiele, ist das ganz schlimm. Ich habe mir ja gestern Stranger of Paradise angeguckt. Okay. Ach stimmt, ja. Da habe ich kurz vorbeigeschaut. Ah, gegen Ende habe ich wirklich geflucht. Und nee, es ist nicht meins. Es ist überhaupt nicht meins. Also das, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht so meins. Es ist ein absolutes Souls-like. Also wer Dark Souls liebt, der wird das Spiel wahrscheinlich auch total toll finden. Also Neox fand es zum Beispiel richtig geil. So, ich meinte so, nee, das wollte eigentlich mal ein anderes Spiel sein, aber Square Enix hat wieder Panik, dass es sich nicht verkauft. Wahrscheinlich. Also wie gesagt, das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht so nett. Sah gut aus. Da hört es dann aber auch schon wieder auf. Ja, das bisschen, was man gesehen hat. Also ich fand es zwar super grau oder einfach nur dunkel. Ja gut. Als ich reingeschaut habe, war es sogar relativ hell. War aber nicht lang. Ach, dann hast du gerade eine der Außensequenzen gesehen. Ja. Tatsächlich. Dann bin ich gerade außerhalb des Turms durch die Gegend gelaufen. Da ist es dann ein bisschen heller und grau, ja. Ansonsten ist es eher so. Ja, ist doch ein schönes. Schwarz und manchmal ein bisschen Feuer. Ja, grau ist doch schön. Ist die Farbe des Jahres. Grau. So, ich sehe gerade, ihr macht eher gut. Dann, ich mal, was ich hier überhaupt noch parat habe. Was meldest du denn als erstes an? Mir ist das sowas von Wumpe. Ich habe heute noch gar nichts von den Dingern gemacht. Also bei mir steht alles offen. Also wenn du Stufensteigerung machst, dann würde ich mit meinem 34er Weißmagier mitgehen. Aber den müsste ich dann nochmal hier vernünftig einstellen. Jo, können wir machen. Da habe ich gar nichts dran geändert. Also Weißmagier heilen traue ich mir einigermaßen zu. Mit denen habe ich damals auch zwischenzeitlich mal so just for fun ein bisschen Raid geheilt. Jo. Ne, wie gesagt, bei mir steht noch alles offen. Also ich habe heute noch keine Dings hier gemacht. War aber nur mit Hauptstory beschäftigt heute. Und Windätherquellen suchen. Ganz toller Job. Ich finde halt eben auch die Mainquest von Heavensward ist verdammt geil. Also jetzt beim zweiten oder dritten Mal bei dir mal reinschauen, sehe ich halt eben so den einen oder anderen Plothole oder so ein bisschen Ungereimtheit. So in den Dialogen. Aber insgesamt finde ich das echt eines der geilsten Addons von den dreien. Also bisher bin ich auch echt begeistert. Und vor allem die Musik ist oft so schön. Ach, das ist einfach herrlich. Und ich liebe gute Musik. Ist, ich weiß nicht, ob du Spotify oder so hast, aber du kriegst den Final Fantasy 14 Soundtrack sogar bis auf Shadowbringer, glaube ich, vollständig. Okay.
Also, sind so Soundtracks, die ich alleine auf der, also die ich auf der Arbeit die ganze Zeit runterdudeln lasse. Weil, und mit Genshin, also der Soundtrack von Genshin Impact und der Soundtrack von Final Fantasy 14 ist super geil als Hintergrundmusik zum Arbeiten. Okay. Ja, kann ich dann mal ausprobieren, wenn ich den nächsten Monatsabschluss mache. Alles klar, mach mal. Ja, beim letzten Mal, oh Gott, was habe ich denn da gehört? Ich glaube, die Musik von Final Fantasy X hatte ich beim letzten Mal gehört, wo ich meinen Monatsabschluss gemacht habe. Das war dann nämlich auch ganz entspannt, ein paar Soundtracks zu hören. Aber von FF14, oh, es sind so viele schöne Tracks drin. Vor allem jetzt seit Heavensward. Ich bin ja schon wieder nur am Durchsuchten. Am liebsten würde ich jeden Tag 24 Stunden, aber nee. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Aber es ist geil. Gleich. Ach Mensch. Auf 34. Ich habe ja noch gar nicht so viel. Nee, ich habe den Weißen eigentlich auch nur auf 34, weil man den früher für die Cross-Skills brauchte. Man hatte ja damals bis Ende von Heavensward hat man ja musste man andere Klassen hochspielen, um bestimmte Fähigkeiten zu bekommen. Und den Weißmagier hat man zum Beispiel für den als Paladin ganz gerne genommen, um sich Steinhaut und Prodes mit reinzusetzen. Okay. So. Ich bin soweit. Wobei Prodes eigentlich weniger, eher Steinhaut. Der andere Dufte greift hier schon wieder wahllos irgendwelche Viecher an. Unglaublich hier. Und CP, in dir. Warte mal, ich glaube, Hybrid wollte doch nochmal. Ihm ist das Bett noch zu warm. Er kommt also auch nochmal mit. Ja, steht hier direkt bei mir. Ah, okay. Ja, mir vorbei. Ich laufe jetzt einfach hinterher. Mal gucken, was ist. Nein, er hat mich gesehen, ich muss hier weg. Wenn ihr noch Platz habt, ich bin auch dabei. Also wir machen jetzt die Stufensteigerung. Das geht ja, glaube ich, nur zu viert, ja. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, was ich hier... zu mehreren? Ja gut, Prüfung habe ich zu mehreren. Hauptszenario geht auch zu mehreren. Ja gut, und weißt du wieso? Nur Stufensteigerung, tatsächlich, mit 34. Oder, ja. Ju, haben alle die Klassen, die sie haben wollen. Dann geht das jetzt auch raus an Hybrid. Wie gesagt, ich kann halt nichts anderes als Dinges machen. Wobei doch heilen könnte ich auch, aber jetzt geht nur mit 26er. Jetzt ist mir dann doch noch ein bisschen zu niedrig. Ich glaube als Tank dann. Ja doch, als Tank. Hybrid. Niederen spielen. Ja, könnte ich. Nicht tun. So, auf welcher Stufe bin ich mit dem hier? 26. Sieht schon wieder aus. Wo geht's eigentlich hin? Wir machen Stufensteigerung. Einmal. Ich gehe mit meinem Baden. Intensen Samurai und Red Mage kannst du dir noch holen. könnte ich. Aber ich will erstmal mit den. Warte mal, was habe ich alles? Druide, Faustkämpfer, Bade und Pignier. Klarkommen. Wo ich irgendwas anderes mache. Das wird lustig.
So, sind alle bereit? Ich glaube, du kannst anmelden. Okay. So. Ja, ich habe gerade ein bisschen geträumt. Ach du, ja. Gehört dazu. Ja, ne? Och nö. Och nö. Das war so klar. Och nö. Ich bin schuld, ich bin schuld. Ich nehme alles auf meine Kappe. Oh. Na gut, ja. Es gibt Schlimmeres. Aber, ach nee. Oh, wir sind zwei. Wir sind zwei Tanks hier. Oh, scheiße. Sehr gut. Gefällt mir. Genau mein Humor. Also. Ja, nett. Oh. Geht schon wieder alles schief hier. Ich hasse es, wenn ich in den Chef reintappe. Löschen. Bitte, so schreibe ich gleich irgendeinen Quatsch. Ich bin ja blöd. Ich dachte gerade eben die ganze Zeit, dass Resedra mein Heal Over Time wäre, aber den habe ich ja noch gar nicht. LOL. Ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass ich die meisten Attacken noch gar nicht gewöhnt habe. Also viele. Mal kurz hier rüber. Ah nee, das ist ja hier drüben. Oh. Ihr seid richtig, ich bin falsch. Ich komme hier bis jetzt noch nicht klar. Ach das was? Das Schlimme ist, ich muss ja erstmal raffen, welcher von den beiden Tanks jetzt wirklich am Tank. Ja. Wirklich hoch 10. Aber lustig. Hatte ich auch noch nicht. Also. Ach ja. Wenn ihr euch einigt, wer Main Tank macht, das würde mir ein bisschen den Job vereinfachen. Aber nur minimal. Aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja, dann wisst ihr zumindest, dass ich nur den heile, der seine Stance anhat. Und zumindest auf den mein Hauptaugenmerk setzt. So. Ich sehe nur irgendeinen Tank rennt vor und ich sehe erst, wenn er Schaden bekommt, wer eigentlich gerade tankt. Da bin ich immer froh, dass ich Fernkämpfer bin und selbst Schaden abkriege. Wenn ich nicht gerade mal wieder Fehler mache. Wollen wir das ändern? Das kriegen wir hin. Nee, danke.
Das schaffe ich ganz gut alleine, das sehr schnell zu ändern. Gibt bei uns so eine kleine Challenge mit dem Tank. Und zwar werden, wer die meisten Gruppen tötet, die Gruppe tötet. Also, das sieht dann halt eben im Raid so aus, dass wenn ein Tankbuster kommt, wird der Boss einfach ganz sneaky in die Gruppe gedreht. Nett. Du hast gesagt, ach, auf den, der keine Tankstange anhat, aber. Ach was? Ja. Tankstange? Ja, wahrscheinlich habe ich es einfach nur falsch ausgesprochen. So, Stance, also. Ja, die ja, genau. Ich bin, ne, was Tanksprache angeht. Das hätte ich schon eher gelesen. Ich habe gerade wirklich nur. Stange? Hä? Was? Was wollt ihr? Ja, wird schon richtig sein. Ja, probier ruhig mal einen Tank. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Vor allem bei Shadowbringer haben sie die Tanks so dermaßen einfach gemacht. Also du kannst keine Aggro verlieren. Das ist eigentlich so gut wie unmöglich. Also wie gesagt, wenn ich das jetzt mit einer Gruppe mache, die ich kenne, wie euch jetzt, würde ich das sogar mal ausprobieren irgendwann. Aber erstmal will ich mich in den Heiler einfinden. Ich will nicht zu viel auf einmal lernen gerade. Auch völlig verständlich. Bade liegt mir sowieso am ehesten. Das ist und bleibt meine Lieblingsklasse. Und den Heiler will ich halt erstmal lernen. Wobei Faustkämpfer komme ich auch ganz gut klar. Bisher. Welchen Heiler machst du da? Druide. Bisher noch. Super angenehm. Also für einen Heiler-Einstieg. Ich finde den Druide, oder beziehungsweise der Weißmagier, der ist sehr zugänglich, was das Spielen angeht. Beim Gelehrten muss man halt eben doch ein bisschen, sind es doch ein bisschen Kniffe. Also ich komme damit nicht klar. Der Summoner ja, so als DD. Oft genug als Main-Klasse gespielt. Mm. Aber den Gelehrten geht gar nicht. Irgendwie eine ganz andere Welt, in der sich bewegt. Also Kaya hatte mit dem Gelehrten tatsächlich irgendwie ein bisschen angefangen, glaube ich. Dieses ganz, ganz Anfangsgedöns da. Aber er kam auch nicht mit klar. Jetzt hat er, weil wir ja auch einen privaten Char haben, einmal selber den Druiden und den Taumaturg, oder wie man den ausspricht. Mit dem kommt er aber soweit ganz gut klar, seit Luna ihm das erklärt hat. Also ich finde... Also ein Taumaturg finde ich tatsächlich nochmal recht interessant wegen dem Magiepunktmanagement. Der ist da ganz lustig drauf. Vor allem Gelehrten, also du arbeitest eigentlich relativ wenig mit direkter Heilung. Also du arbeitest viel mehr mit Schilden, weil du hast ja mal deine Fee oder dein Egi, welches halt eben mitheilt. Das ist stimmt. Genau, als Hermetiker natürlich nicht, aber als Gelehrter, dann hast du deine Fee. Und eigentlich kann man sagen, das war zumindest damals so diese Faustregel, bis Stufe 40 heilt einfach deine Fee. Ja. So, du bist einfach nur dafür da, um Schilde zu verteilen und Dots zu werfen. Und dann spuckst du dann die ganze Zeit deinen Ruin durch die Gegend oder heilst halt eben nach, wenn deine Fee nicht hinterherkommt. So, ob da was dran ist, kann ich echt nicht sagen. Ich bin nie mit dem Gelehrten so warm geworden, dass ich das wirklich, dass ich wirklich sagen kann, ist so. Also Dera findet den Gelehrten super. Und ich glaube, Luna, die auch oft das hier bei mir im Chat ist, jetzt ja auch Mod. Die spielt, glaube ich, auch Gelehrte. Kommt damit, glaube ich, auch ganz gut klar. Glaube ich. Ich bin mir da immer so ganz unsicher, wer da was spielt. Wir haben einen... Das nehme ich mir mal. Wir hatten einen Red Heiler, der hat eigentlich hauptsächlich Gelehrte gespielt und der hat halt eben den echt gut gespielt. Also wirklich gut. Der hat auch eigentlich nie was anderes gespielt außer Gelehrten.
fast wie bei mir mit dem Baden, wobei ich halt irgendwann auch mal andere Klassen ausprobieren wollte. Und ich glaube, als erstes habe ich mich am Faustkämpfer ausprobiert. Dem komme ich ganz gut klar. Und dann dachte ich, okay, komm, versuchst du dich mal ans Heilen. Und den Astro, den habe ich gar nicht gespielt bisher. Bin mal gespannt, wie der neue Heiler wird. Das sah ja eigentlich ganz interessant aus. Aber irgendwie sind wir jetzt alle auf den Reaper gespannt. Ja. Ich bin auf alles gespannt. Was ich absolut nachvollziehen kann. Mit nicht gehen. Oh, doch. Einen gehabt. Nein, nicht außer Sicht laufen. Oh. Ja, schon spannend mit zwei Tanks. Auf jeden Fall. Ich kann halt ihn jetzt auch erstmal nichts machen, außer ein bisschen heilen. Aber jetzt ist ja auch nur ein Gegner, das war ja alles easy. Also da bin ich tatsächlich froh, dass ich mich dann doch noch für meinen Baden entschieden habe und nicht mit dem Faustkämpfer rein bin. Aber wiggle wiggle. Was? Bei den Milis, habe ich das richtig ausgesprochen? Würde ich sagen, ist der Dragoon der einsteigerfreundlichste Schreibtierer gerade. Ich weiß nur nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe gerade. Also beim Pikenier kann ich ganz genau sagen, auf welcher Stufe der ist. Weg. Wirklich eine Klasse, die mich so dermaßen null interessiert hat. Also mich interessiert es tatsächlich schon. Ich habe nur ein bisschen Respekt vor. Ich war gut, so, ist mega. Generell, weil du die ganze Zeit am Boss stehst, oder? Unter anderem ja. Hallo, meine Drachis. Na, Echsen trifft sie ja. Kann natürlich auch sein, dass ich gar keine Jobs, keine Jobquests für den Weißmagier, die gemacht haben. Deswegen bin ich dann gerade mal hinkriegen, um mit einer Heilung.
schöner Boss. Oh. Hi. War gefühlt der erste Boss, bei dem man wirklich auch mal Mechaniken spielen musste. Das Schlimmste ist, ich kann mich kaum noch an das Viech erinnern. An das Aussehen, ja. An, geh weg. Okay. Ja. Ja. Böse. Aus. Böses Drachi. Ich muss nur nie entscheiden, was ich spielen soll. Daher habe ich hier einen anderen Job gespielt. Echt? Also ich tue mich mit neuen Klassen bzw. Jobs echt schwer. Bei denen, die ich jetzt halt genommen habe, war das echt so ein bisschen Überwindung. Vor allem beim Heiler halt. Und ich habe es nicht bereut bisher. Kommt dann noch. Irgendwann. Aus, böser Drachi. Sitz, Platz. Oh, was auch sehr, sehr lustig ist, weil ich gerade den Limit Break bei Ecken sehe. Der Bade hatte früher zu Rim Reborn als Dreier Limit Break, dass er die Spieler also wiederbelebt hat. Okay. Einen Schaden beim Limit Break gemacht. War so ein bisschen verwirrend. Die Leute sind richtig mad gegangen, als sie auf einmal gesehen haben, dass der Bade jetzt nicht mehr wiederbelebt, sondern dass er jetzt auch endlich Schaden machen kann. Oh, ich liebe meinen Bart. Yay! Juhu! 2 Level-Ups, dankeschön. Meins aber trotzdem. Also, und vielleicht 3 Gegenstände zum Neuausrüsten. Ja, danke. Ganz schnell passen, nicht, dass hier irgendwas mit Inventar zumüllt. So, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Aber auch gänzlich. Ja. Mach so, das. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und noch viel, viel Spaß beim Weitermachen. Ja, so lange nicht mehr. Ich glaube, ich werde nur noch ein Ding machen und dann. Je nachdem, ob. Auf Stufe 70 sind. Das schaffe ich nicht. Also, bis dann. Bis dann.